Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen Ausgabe der Index-Rundschau Z. Das Z steht für Zusammenfassung und ja, wir wollen heute mal wieder eine kleine Auflistung machen. Und zwar möchte ich heute über das Thema, ja, Schriftwerke sprechen. Das ist ja im Bereich der Index-Rundschau bislang extremst stiefmütterlich behandelt worden. Eigentlich zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich der ursprüngliche Grundstock der Indizierung sein sollte. Es hieß ursprünglich ja Bundes, Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften. So, und wenn man dann bedenkt, dass die Schriften an sich im Bereich der Indizierung mittlerweile eine der kleinsten Positionen einnehmen, ja, ist so eine Sache, ne? Weil, gut, es gab auch schon vor der Bundesrepublik da entsprechende Zensurstellen für Jugendgefährdung, ganz klar. Und mit so das klassisch erste indizierte Werk, so als Schrift, das war, glaube ich, irgendwie so der kleine Sheriff, irgendwie so ein Band oder was, weil er über mehrere Seiten hinweg ein Mord sehr explizit, ja, beschrieben wurde. Das, ich glaube, der ist auch erst in den 2000ern oder so vom Index geflogen oder was, hat Ewigkeiten gedauert. Beim ersten Film weiß man das schon gar nicht mehr, weil das nicht so ganz klar ist. Die Bitzegerd selber hat gesagt, wahrscheinlich ist einer der ersten indizierten Filme das Bad der Venus gewesen. So ein Super-8-Film, wo so eine nackte Frau da am Baden ist. So irgendwo Entscheidung Nummer 600 so und so. Habe ich schon mal drüber gesprochen bei Bitzegerd im Blickpunkt in meiner Videoreihe. Und da war damals auch die Diskussion, sind Filme überhaupt Schriftwerke im Sinne des Gesetzes oder nicht, ne? Naja, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, das ist der 10. April, haben wir 390 indizierte Schriftwerke, zumindest in der Liste der BZKJ. Nun ist es so, drei davon sind doppelt, mindestens, wenn ich nicht irgendwas noch übersehen habe. Und es funktioniert immer so, deshalb habe ich hier so viel rosa markiert. Diese Liste listet einmal die Schriftwerke an sich auf. Und dann nochmal jeden Autor. Das heißt, alles, was man hier so rosa sieht, sind mal die Autoren. Okay? Und außerdem steht hier finden Sie das Gesamtverzeichnis der indizierten Schriftwerke. Nicht aufgelistet sind indizierte Magazine und Zeitschriften. Einzelfragen richten Sie dazu bitte per E-Mail an. Das habe ich gemacht. Habe ich auch bei BZ im Blickpunkt erzählt. Und ich habe gefragt, sagt mal Leute, was steht denn da so drauf? Ist das sowas wie der Playboy oder irgendwas? Irgendwelche Sachen, die, wo es einfach so, wo man sagt, allgemein wäre es immer indizierungswürdig. Also, ich habe mir so vorgestellt, da gibt es vielleicht irgendwelche Porno-Zeitschriften, Happy Weekend oder Schlüsselloch oder sonst was, wo man sagt, die sind, da ist jede Ausgabe sowieso indiziert. Wir brauchen es gar nicht extra aufschreiben. Aber die BZ selber konnte mir das nicht wirklich beantworten. Und sie haben nur schwammig gesagt, es wurden schon sehr lange keine Zeitschriften mehr indiziert. Das hilft mir nicht. Das heißt, was genau es nun sein soll, weiß ich nicht, weil einzelne Zeitschriften sind in der Liste drin. Also was sie genau damit meinen, ob da irgendwelche geheimen Indizierungen noch gewesen sind, kann ich euch ehrlich gesagt nicht beantworten. Es ist fast alles entweder rechtsradikale Scheiße oder etwas, was anscheinend so Pädophilie beinhaltet oder so. Müssen wir mal schauen. Wir gehen das Ganze jetzt mal durch. Wie gesagt, 390 Titel aktuell. Und ich werde bis auf Weiteres in der Videobeschreibung versuchen, aktuell zu halten. Das heißt, wenn Titel runtergestrichen sind, dann werde ich das vermerken, wenn ich sie vorgelesen habe. Und wenn neue Titel dazu kamen, werde ich das auch vermerken, bis ich irgendwann mal wahrscheinlich dieses Video dann neu drehen muss. Ja, es fängt hier an mit 63 Millionen Ausländer kommen. Ja, das ist der Titel. Kritikfolge Nummer 81. Vom Kritikverlag hier in und Verlagsbuchhandlung, die haben auch sehr viele Videos, also Filme auf dem Index. Also das sind also Talkrunden, wo irgendwelche Professoren irgendeinen Scheiß labern. Und ja, gibt es hier auch in Schriftwerke. Das ist eine Broschüre hier gewesen und die wurde vollgeindiziert am 30.08.2018 in die Liste B. Das heißt, entweder ist die sogar beschlagnahmt worden. Das habe ich jetzt gar nicht geprüft. Man könnte es machen. Man könnte es machen, aber eigentlich wollte ich das jetzt nicht auch noch machen. Aber bei dem einen mache ich es mal. Da müsste man ja hier bei Volksverhetzung gucken. Ja, das sind auch viele Schriften, genau. Das ist 131. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier überhaupt habe. So, da müsste man jetzt mal gucken. Nein, steht nicht in dieser Liste drin. Wobei das nicht unbedingt etwas heißt, weil der Bitrekord wurde nicht alles
wurde nicht alles immer mitgeteilt, aber auf jeden Fall waren sie der Meinung, dass das strafrechtlich relevant ist, wahrscheinlich volksverhetzend. Dann 66 Fragen und Antworten über den Holocaust, ein Faltblatt, wurde initiiert am 30.05.2014, folgeinitiiert in die Liste B. Dann die Abenteuer der Sweet Gwendoline, das ist ein Comic von Willy oder von John Willy, so rum gesagt, folgeinitiiert 30.06.2014. Es sind einige Comics und Mangas hier, meistens wenn es um Erotik geht oder so. Dann Adam Junior, ein Bildband von Gerd Behrendt aus Uetersen. Also von dem stehen ganz viele Sachen hier auf dem Index. Und ich glaube, also sie sind alle so um 2000 herum indiziert worden. Das heißt, nächstes Jahr wird ein spannendes Jahr, ob das alles da drauf bleibt oder nicht. 30.06.2000 indiziert. Dann haben wir Adam Taxi, ein Comic vom Sombrero Verlag, wurde folgeindiziert am 31.10.2012, Liste A. Dann Der Adler, Band 1 bis 5. Hier steht eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, völlig unveränderter Beiträge aus der Propagandazeitschrift der deutschen Luftwaffe, Bildbände von 1939 bis 1944 aus dem John Jahr Verlag, Hamburg, wurde folgeinitiiert am 31.03.2006, aber in die Liste A. Das heißt, da sagen sie nicht, oh, strafrechtlich relevant, sondern ist wahrscheinlich, was weiß ich, vielleicht wegen Kriegsgrausamkeit oder was, keine Ahnung. So, dann ein Buch von Erich Kern mit dem Titel Adolf Hitler und das Dritte Reich wurde hier folgeindiziert 27.11.2015 in die Liste B. Dann Akte G. Rudolf über die schonungslose Jagd auf einen deutschen Wissenschaftler. Ein Buch aus dem Faktum Verlag wurde indiziert am 28.03.2008, Liste B. Wahrscheinlich, weil hier, ich weiß jetzt nicht, ob das auch so ein Nazi-Wissenschaftler war, ich kenne den Namen jetzt nicht, aber wenn die Liste B machen, könnte ich mir vorstellen, dass das so eins ist, was hier den Mann, also was so, ja, irgendwelche entschuldigenden Worte hier nutzt, sozusagen, um da irgendwelche schrecklichen Taten hier entweder zu verharmlosen oder sogar zu verleugnen, deshalb Liste B. Dann haben wir ein Fanzine, und zwar Der Aktivist Nummer 1 vom 20. April 1992. Von Dieter Riefling wurde B-indiziert, folgeindiziert am 30.07.2018. Dann Alice in Action, haben wir hier eine Kunstdruckmappe-Poster, auch wieder von diesem Bärenverlag in Uetersen, wurde am 31.12.1999 indiziert, das heißt im November 2024 wahrscheinlich Folgeindizierung, wenn die es noch haben. Ansonsten Listenstreichung aus formalen Gründen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da zu sehen ist. Dann als Sextourist durch Bangkok. Ja, das klingt doch mal interessant hier. Von Dave Scooter hier ein Buch. Wurde indiziert am 30.07.2005 von einem Verlag aus Norderstedt. Okay, da habe ich mal gearbeitet. Nicht bei dem Verlag, sondern nur in der Gegend. Dann als Sextourist in Angeles City vom selben Autor. Da haben wir jetzt hier, ach so, ja, gleicher Tag, 30.07.2005, A indiziert. Dann nochmal als Sextourist in Pattaya, auch von David oder von Dave Scooter und auch am selben Tag initiiert, 30.07.2005. Dann Am Pranger der Nation von Karl Balzer, ein Buch hier, wurde folgeinitiiert am 31.08.2016, Liste A. Amalia Hinterwäldlerin vor Gericht und andere Geschichten von Ursula Haverbeck, eine Broschüre und die wurde B-indiziert am 30.10.2009. Dann haben wir hier ein Buch von Henriette von Schirach, Anekdoten um Hitler, Geschichten aus einem halben Jahrhundert, wurde folgeindiziert 28.02.2007. Angriff, der Kampf wird härter, doch die Zeit ist reif, das ist eine Broschüre und die wurde beindiziert am 29.03.2018. Dann der Angriff Uslar Nummer 5, das ist ein Fanzine von Andreas Sacher, wurde beindiziert am 27.12.2018. Dann die Nummer 6 ebenfalls am 28.09.2019 folgeindiziert. Dann ANOS, also das ist jetzt so eine Abkürzung, A.N.O.S. Das Systemkritische Wissensmagazin. Erste Ausgabe, erster Jahrgang, Oktober 2006, von Christian Deichen, wurde hier indiziert am 31.05.2007, Liste A. Dann Antigermanismus, Globalismus, Multikulti, gestern und heute von Wolfgang Hackert wurde indiziert am 31.10.2016, Liste A. Arms,
also alles groß geschrieben, Band 2 von Minagawa Ryuichi und Kiyuchi Nanatsuki. Das ist ein Comic-Taschenbuch, also irgendwie wird das wahrscheinlich so eine Art Manga sein oder was. Sie schreiben hier nicht Manga, sie schreiben immer nur Comic. Am 30.11.2004 A indiziert. Asian Kids, Asiens Jungen im Bildband. Oh je. Liste A, 30.11.2011 indiziert. Dann aus der Welt der FKK-Jugend, das ist ein Sonderheft, Nummer 220, Nummer 5, Mai 95, wurde hier folgeindiziert, 26.11.21. Am selben Tag folgeindiziert wurden hier noch dann die Nummer 7, 227 aus die 3 und die Nummer 236. Okay. Aus deutscher Sicht, Erlebte Zeitgeschichte, ist ein Buch von Hans-Jürgen Ewert, wurde folgeindiziert am 30.09.2013, Liste A. Auschwitz, das Schweigen von Heidegger oder kleine Einzelheiten, okay? Wurde hier folgeindiziert am 27.09.2019, Liste B. Auschwitz, die erste Vergasung, Gerüchte und Wirklichkeit, ein Buch von Carlo Martogno, wurde erstmals indiziert am 28.02.2013. Auschwitz, forensisch untersucht, eine Broschüre aus Großbritannien, 30.01.2009, B indiziert. Die Auschwitz-Lüge, da gibt's auch ein indiziertes Filmwerk. Kritikfolge Nummer 23 aus diesem Verlag, ich glaube, der ist in Dänemark oder was, 30.08.2018, Folge indiziert, Liste B. Die Auschwitz-Lüge im Bild wurde folgeindiziert am 27.11.2023, das ist eine zweibändige Publikation. Dann haben wir die Auschwitz-nackte Fakten. Das ist ganz neu erst folgeindiziert worden. Am 20.02.2024 ist ein Buch. War ursprünglich 30.04.1999 indiziert worden. Dann haben wir Auschwitz, Tätergeständnis und Augenzeugen des Holocaust. Ich sag mal so, die Titel klingen ja erstmal immer ganz unspektakulär. Nach dem Motto, da hat sich einer wirklich sachlich damit auseinandergesetzt. Aber wenn man dann weiß, was da so alles drinsteckt, ja, dann kann man nur den Kopf schütteln. Hier von Jürgen Graf, folgeindiziert 29.04.2021, Liste B. Auschwitz-Mythos, Legende oder Wirklichkeit von Dr. Wilhelm Stäglich, ein Buch aus dem Grabert Verlag, wurde folgeindiziert 28.02.2007. Dann ein Comic, der heißt Außer Kontrolle von Milo Manara, wurde indiziert am 31.12.2009, Liste A. Gibt es einen zweiten Teil hiervon noch von? Wurde am 27.11.2017 indiziert und der vierte Teil wurde am 30.04.2002 indiziert. Dann haben wir Bargeflüster, ein Buch von David J., keine Ahnung, ein Taschenbuch. Firma ist inzwischen erloschen, Folge indiziert 27.11.2017, Liste B, da muss also schon was mit sein. Dann Behnsdorfer Skin Fancy Nummer 1. Folge indiziert 30.07.2018, Liste A. Berserker, erste Ausgabe, Frühling 1994, 28.08.2020, Folge indiziert, Liste B. Der Bewährungshelfer, ein Fanzine, Nummer 1, Folge indiziert 30.07.2018, Liste B. Bitte anstrapsen, Lesebuch der Lust, okay. Hier vom Ullstein Taschenbuch Verlag, folgeindiziert 29.03.2019, Liste A. Dann Bock, das Sprachrohr der Gegenkultur, Ausgabe 2. Aus Hannover kommt das, 29.07.2011 A indiziert. Dann die dritte Ausgabe ebenfalls, die ist am 27.04.2012 A indiziert worden. Bondage Lust oder Last von Matsu Hakiri, ein Comic. Vom 30.07.2021, da wurde das Folge indiziert. Botschaft des Islam wurde A indiziert am 28.06.2013. Dann Botschaft des Islam, da steht dann in Klammern nochmal 2011 nach Christus, 1432 H, das sind die entsprechende Zeitrechnung. Vom selben Autor, da weiß ich jetzt nicht, ist es jetzt inhaltsgleich oder nicht. Ich habe es erstmal nicht als doppelt angestrichen. Dieser zweite Teil hier wurde am 29.11.2019 A indiziert. Dann haben wir ein Bildband, Boys in ihrer Freizeit, 31.07.2004, Liste A. Braune Jungs und blauer Himmel, ein Bildband wieder aus Uetersen, 30.06.2000 indiziert. Brauner Besen,
Fanzine Nummer 1 und auch Fanzine Nummer 2 kommt danach. Am 27.02.2020 wurde initiiert. Allerdings, dieses Nummer 1 wurde Liste A initiiert, Nummer 2 in die Liste B. British Oi, in Klammern Englisch, ein Fanzine, die Nummer 24, wurde B initiiert, 27.12.2018. Buben der Welt, ein Bildband, wieder aus Uetersen, 30.06. Indiziert. Dann gibt es hier noch immer am selben Tag Buben in Freiheit dressiert, Buben, Pan und Paradies, Buben zwischen Wind und Wellen, alles am selben Tag indiziert und alles von diesen Bären aus Uetersen. Das Buch Noctemiron vom Wesen des Vampirismus. Ein Buch aus dem Bohmeyer Verlag wurde A indiziert, 29.10.2005. Ja gut, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da irgendwelche blutigen Bilder oder Mordbilder drin sind. Ich weiß nicht, warum sollte ein Buch über Vampirismus sonst auf dem Index stehen? Die Chemie von Auschwitz, B indiziert, 29.09.2017 von Rudolf Germer. Oder Germa Rudolf, ich weiß nicht, warum das hier mit den Kommas mal gelesen werden soll. Clockwork Orange, Nummer 19, Oktober 1990, eine Zeitschrift, wurde folgeindiziert erst am 27.11.2017 und wurde dann von Listenteil A in Listenteil B umgetragen, am 29.12.2017. Dann muss damit was gewesen sein. Also dann muss da irgendwas strafrechtlich, wahrscheinlich eine Beschlagnahmung oder irgendein Strafbefehl, irgendwas muss gewesen sein, weil sonst machen die das nicht. Von Liste A auf Liste B so schnell umtragen. Dann Cool Devices, Lover Dolls von Sexy Fruit Comics. Das kann mit der Cool Devices Anime-Reihe zu tun haben, die jetzt aber zum großen Teil gerade vom Index runtergenommen wurde. Könnte natürlich sein, dass das Manga-Buch an sich dann auch runterfliegt, wenn es dazu gehört. Am 30.12.2011 wurde das indiziert. Dann haben wir ein Buch, das heißt Daddy's Princess von Simone Trojan, wurde indiziert am 27.04.2018 in Liste B. Dann haben wir einen Comic, und zwar Damals in Sodom heißt der, 29.04.2011 A indiziert. Danger Girl, The Dangerous Collection 2, ein Comic von Dino Entertainment, am 28.02.2002 indiziert. Ohne Teil A und B gab es aber noch nicht. Daten und Fakten zum Dritten Reich, Vorgeschichte und Verlauf des Zweiten Weltkriegs von Armin Ritter. Folge initiiert 27.11.2015, Liste B. Dann haben wir ein paar Autorennamen. Dann eine deutsche Antwort auf die Goldhagen- und Spielberg-Lügen. Nummer 1, 3, 1997. Eine Broschüre, die wurde folge initiiert 30.01.2023. Deutsche Stimme, der Katalog 2008, eine Broschüre vom Deutsche Stimme Verlag, 28.03.2008, A indiziert. Deutschland in Geschichte und Gegenwart, Nummer 64. Jahrgang, Nummer 2, Juni 2016 erschienen, wurde am 29.12.2017 A indiziert. Deutschland, reiches Land oder untergehende Nation, ein Buch, Bock und Kübler steht hier, 30.11.2001 indiziert. Deutschland Schrift für idealistische Ordnung, Folge 1 und 2, 2005, 38. Jahrgang, eine Broschüre, 30.09.2005 A indiziert. Dann haben wir jetzt hier noch Folge 5 und 6, am 31.05.2005 B indiziert und Folge 7 und 8 A indiziert am 31.12.2005. Folge 3 und 4, 2001, am 31.10.2001 indiziert. Folge 5 und 6 aus dem Jahr 2002, 30.11.2002 indiziert. Folge 7 und 8 aus dem Jahr 2003, 36. Jahrgang, am 31.03.2004 B indiziert. Dann die Folge 11 und 12 aus dem Jahr 2002, 29.11.2003 A indiziert. Das ist eine ganze Reihe aus dieser Reihe, meistens A und B. Dann Deutschlands zweite Stunde 0, okay, ein Buch hier, 28.09.2002 indiziert. Disziplin, das ist ein Comic, also wahrscheinlich ein Manga von Xavier Duvet. Nein, dann könnte es aber auch so ein französisches Comic sein. 29.04.2000 indiziert. Dazu gibt es hier noch einen zweiten Teil. Der wurde am 28.02.2002 indiziert. Dornröschens Bestrafung, A indiziert. Folgeindizierung 30.10.2017 von Anne Roquelaure oder was? Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Vom Materfall Verlag, meine Güte. Drama des gewöhnlichen Homosexuellen, Analyse und Therapie. Ja, da geht es wahrscheinlich darum, dass die es immer noch als Krankheit ansehen.
ein Buch hier, 28, nee, 26.08.2022 initiiert. Edme, ein Taschenbuch, Folge initiiert, 28.04.2017, Liste B. Eidgenoss, 14. Jahrgang, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 10, 1990, Verlag Eidgenoss, wurde Folge initiiert, 31.10.2016, Liste B. Das ist alles jetzt als eine Position hier ja, aufgelistet, also das trenne ich dann nicht nochmal auf. Dann ein Schrei unterstützend unseres Propheten vom Autoren Scheik Ahmad Ashush. Eine Broschüre von Global als islamische Medienfront, 31.03.2015 A initiiert. Einfach einzigartig oder Romanini ein einfach einzigartig, ein Comicbuch. Folge initiiert, 30.10.2017, Liste A. Eltern, Hirten der Herzen. Okay. 30.04.2013 initiiert, in die Liste A. Endsieg Nummer 2 und Nummer 3 und auch Nummer 7. Das sind drei einzelne Titel hier, wurden aber allesamt Liste B initiiert. Und zwar am 29.12.2017. Endzeiten, Endspiele, der Ausklang des jüdischen Jahrhunderts. Ein Buch von Hans-Heinz Schmidt, 24.12.2002 indiziert. Entlarvung des Holocaust, Lügenstars, Elie Wiesel, von Cyrus Cox hier, 30.05.2014 B indiziert. Erotikon 5, das ist ein Comic, wurde indiziert am 29.04.2000. Erziehung mit Liebe und Vision, Herzensverbindung eingehen statt Machtkämpfe austragen. Von Danny Silk ein Buch, A initiiert, 31.08.2017. Dann eine Broschüre mit dem Titel Es gab keine Gaskammern, 31.10.2007 Folge initiiert. Eurokurier, 23. Jahrgang Nummer 11 aus Tübingen, gemacht 2012, indiziert Liste B am 29.07.2016. Evolution und Wissen, Neuordnung der Politik. Ein Buch von Herbert Schweiger wurde B indiziert am 30.04.2008. Ex Libris Erotix 4, das ist ein Comic hier, 31.10.2000 indiziert. Fabrice, ebenfalls ein Comic, Folge indiziert am 31.03.2015, Liste B. Faktenspiegel 5, das belogene Volk, Propaganda ohne Ende von Herbert Hoff, eine Broschüre. B indiziert, 27.06.2008. Der sechste Teil dazu noch, drei zum Krieg vereinte Diener, die Auslösung des Zweiten Weltkriegs. A indiziert, 30.07.2010. Siebter Teil, Dokumentation zum Thema Holocaust aus amtlichen, behördlichen Veröffentlichungen und der Literatur. Zweite erweiterte Auflage 2011, die ist betroffen, Liste B, 30.06.2014 indiziert. Dann haben wir ein Comic, das da heißt Feuchte Träume, am 30.11.2001 indiziert. Ein Comic von Erich von Gotha, Feuerblume, 30.09.1999 indiziert. Das heißt, so ungefähr im Juli oder August diesen Jahres, 2024, wird das neu geprüft. Feuerzeichen, die Reichskristallnacht von Ingrid Weckert, ein Buch, dritte Auflage, 1989, B indiziert, 29.05.2019. Bei sowas frage ich mich natürlich immer, was ist mit den ersten beiden Auflagen? Waren da Inhalte noch nicht drin, dass es noch nicht so schlimm ist? Oder haben die erst die dritte Auflage in die Hand bekommen und die ersten beiden sind wegen Inhaltsgleichheit auch als indiziert zu behandeln? Kann ich nicht beantworten. Dann Finder oder Finder 01 im Fadenkreuz. Das ist ein Comic, ein Manga von Tokio Pop. Kann man immer noch überall im Internet kaufen für 5 Euro. Ist Liste A indiziert, 29.05.2009 und nochmal 31.12.2010. Das war die Neuauflage, ebenfalls von Tokio Pop. Und wenn man mal bedenkt, Tokio Pop ist ein seriöses Label. Das selbst von denen, was auf dem Index steht, das ist unglaublich. Ist eine ganze Reihe, dieses Finder. Ne? Aber wir haben die leider zu Hause nicht, obwohl Melody eine große Sammlung hat. Sonst, also, aber der wird auf jeden Fall irgendwann mal eine Index von Shop bekommen, dieser Manga, ganz klar. Dann. FIQH, FIQ für Anfänger, eine Zusammenfassung der FIQ-Regeln im allgemeinen Stichpunkten. Ja, erste deutsche Auflage 2012, am 29.07.2019 B indiziert. FKK Boys, ein Bildband, wurde am 31.07.2004 A indiziert.
Forbidden, dann hat das bestimmt nichts mit Kindern oder so zu tun, auch wenn da Boys steht, damit sind dann bestimmt erwachsene Männer gemeint, aber gut, wahrscheinlich pornografisch. Forbidden Erotica, The Rothenburg Collection, ein Buch, 30.06.2005 initiiert. Frauen im Schutz des Islam, ein Buch, indiziert am 30.01.2009, Liste A. Freiheit für Germa Rudolf, Jagd auf einen Wissenschaftler. Hatten wir es nicht schon mal hier vorhin mit einem Wissenschaftler? Oder nicht, dass ich da jetzt doppelt hier. Ja, nee, Akte G. Rudolf, Jagd auf einen Wissenschaftler. Und hier ist es Freiheit für G., also Germa Rudolf. Das ist aber mit Sicherheit nicht dasselbe. Ist hier im Buch 28.03.2008 B indiziert. Freispruch für Hitler? Fragezeichen. 36 ungehörte Zeugen wider die Gaskammer. Von Gerd Honsig, ein Buch. 30.04.2015 Folge indiziert Liste B. Sollte so auch sein. Frontal. Da steht jetzt hier Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Allesamt von 1991 bis 93 erschienen. Fanzines von Andreas Zehndorf. B initiiert 30.08.2018. Frontkämpfer Ausgabe 1, ein Fanzine von Martin T., 29.07.2019 Folge initiiert. Gebrauchsanleitung zum Selbstmord. Jo. Folge initiiert 27.06.2008, Liste A. Das ist wahrscheinlich, ja, so, warum auch zum Beispiel die Harakiri-Filme indiziert wurden, ne? Weil da irgendwie, ja, wie es da steht, wie man sich selbst umbringen soll. Und das ist natürlich nicht gut, nicht nur für Jugendliche gefährlich, sondern auch für entsprechende Erwachsene. Jetzt wird es schwierig. Geschichte der O. Da gibt es ja auch Filme drüber. Hier steht jetzt einmal Geschichte der O von Pauline Reg oder Reggie, keine Ahnung, ein Buch aus der Bild-Erotik-Bibliothek. Jawohl, vom Bild, also die Bild-Zeitung. Die hat da so eine Buchreihe rausgebracht. Das Buch gibt es bei Filmundo zum Beispiel zu kaufen. 30.03.2007 A initiiert. Wird irgendwann wahrscheinlich eine Index-Rundschau bekommen. Dann gibt es jetzt hier aber auch Comic. Und zwar die Geschichte der O von Guido Krepax, ein Comic. Wurde am 29.12.2006 A initiiert. Und als doppelt habe ich da noch Histoire d'O. Ebenfalls sind Guido Krepax aufgeschrieben, 29.02.2008, Liste A. Es sollte wahrscheinlich nur die englische oder französische Sprachvariante sein. Ich behaupte aber, das Comic ist dasselbe, darum geht's, deshalb doppelt angestrichen. Dann haben wir Der Giftpilz. Der Giftpilz, ein Stürmerbuch für Jung und Alt von Ernst Hiemer. Ja, indiziert 27.11.2017. Dann Gottlieb, Band 2. 30.08.2013 A indiziert. Grundprinzipien des Tawhid, islamischer Monotheismus, von Dr. Abu Amena Bilal Philips. Ein Buch, 29.09.2023, erstmals indiziert, das ist relativ neu. Guten Tag, Herr Friedmann, von Horst Mahler. Ein Buch, 29.03.2003 indiziert. Hassattacke Nummer 2 aus Sommer 93 im Fernsehen, 27.02.2020, Folge indiziert Liste A. Hellsing, das ist auch eine Manga-Reihe, hier vom Panini Verlag rausgebracht, Band 4, darum geht's, Liste A. Die Indizierungsfolgen gelten auch für die 2012 veröffentlichte neue Edition. Okay. Also trotz Neuauflage weiterhin indiziert. Hellsing Band 6, ebenfalls indiziert, 30.09.2008. Hilda Teil 1, ja, das ist auch so ein Comic, habe ich bei Filmundo auch schon gesehen. Ein Comic hier am 31.03.2000 indiziert. Dazu gibt es hier noch einen zweiten Teil, der wurde am 30.12.2000 indiziert. Hinter den Kulissen der neuen Weltordnung, Zeitkritik ohne Tabus von Hans-Werner Woltersdorf, ein Buch aus dem Grabert Verlag Tübingen, 28.09.2002 indiziert. Historische Tatsachen Nummer 22, eine Broschüre, B indiziert, 30.06.2014, Liste B, hatte ich gesagt, ne? Dazu noch die Nummer 23, 30.09.2016 B indiziert. Dann haben wir jetzt, hier steht noch historische Tatsachen Nummer 24, da steht jetzt aber siehe Massentötungen. Jetzt gucke ich mal, wo steht denn das jetzt hier? Da müssen wir jetzt mal hier ganz kurz schauen. Hier unten steht Massentötungen oder Desinformation von Ingrid Weckert. Heft Nummer 24 der historischen Tatsachen. Okay, dann ist das tatsächlich auch noch eine doppelte Eintrag. Also hier auf der Liste. Also dann haben wir also vier doppelte Einträge.
So, die Ausgabe Nummer 36, ebenfalls historische Tatsachen. Ein Prozess der Geschichte macht. Eine Broschüre wurde beinitiiert am 27.02.2015. Die Nummer 91 dieser Reihe wurde ebenfalls beinitiiert, 30.05.2008. Die Nummer 101 am 30.12.2013 beinitiiert. Die Nummer 106, es war nicht Rache, sondern Verbrechen, von Antoni Schlingel, eine Broschüre, 27.04.2012 A indiziert. Die Nummer 108 dieser Reihe B indiziert, 30.06.2014. Dann Hitler, Deutsche und Jugend, nicht Jugend, sondern Juden, von Elmar Scheppers Buch, 29.10.2010 B indiziert. Hitler, Jugend, soziale Tatgemeinschaft, von Erich Blohm, 31.10.2006 A indiziert. Ian Stuart Songbook, ein Buch, ist wahrscheinlich sind da indizierte Lieder als Text drin, nehme ich mal an. 30.09.2008 A indiziert. Ilmihal für Frauen, islamisches Grundwissen für Frauen, Auflage 2011, wurde indiziert am 27.05.2022. Informationsdienst der Skinhead-Szene St. Ingbert Nummer 2, ein Fanzine, folgeindiziert 30.08.2018, Liste A. Dann haben wir hier Irmgard Nummer 6 von 1993, Fanzine, Liste A, folgeindiziert. Der Islam wird uns fressen, Ausrufezeichen, von einer erloschenen Firma rausgebracht, 30.03.2017, A indiziert, nee, Folge A indiziert. Der Jahrhundertbetrug von Arthur R. Butz, ein Buch, 30.04.2004 B indiziert, Folgeindizierung. Dann Jeden Tag um 6, erste Auflage 1997 von Milo Manara, ein Comic, Folgeindiziert 27.11.2023. Jeder Tag zählt von Gerd Knabe, Folgeindiziert 30.04.2014, Liste B. Gito im Rausch der Fesseln von Giovanni Di Napoli, ein Comic. Wohl die dritte Auflage, wenn ich das hier so sehe, aus Niederlande, 31.08.2002 indiziert. Die jüdische Epoche, Ordo ab Ciao von Wolfgang Hackert, beinitiiert 31.12.2012. Die jüdische Frage im 20. Jahrhundert in Amerika, eine Broschüre, 24.12.2002 indiziert. Der jüdische Ritualmord, eine historische Untersuchung von Dr. Phil Helmut Schramm, 28.06.2013, Liste B. Die jüdische Weltpest von Hermann Esser, B indiziert, 29.09.2017. Dann haben wir jetzt hier jüdische Weltpest, Judendämmerung auf dem Erdball, zweite Auflage 1939. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt wieder doppelt ist, einfach mit dem Untertitel. Ich habe es jetzt erstmal so einzeln gelassen. 27.11.2017, nicht folgeindiziert, sondern einfach nur erstmals beinitiiert. So. Dann Julia, ein Comic, 30.10.1999, das heißt August, September diesen Jahres wird das neu geprüft. Jung und frei, Nummer 107. Also 1996, folgeindiziert, 26.11.2021. Am selben Tag wurde auch die Ausgabe Nummer 108 folgeindiziert und die Folge 109. Jungens aus aller Welt, ein Bildband, 31.07.2004 A indiziert. Jungens bei Sport und Spiel, am selben Tag A indiziert, vom selben Herausgeber. Jungens bleiben Jungens, von Albert Haas hier rausgebracht, auch am 31.07.2004 A indiziert. Dann Der Kampf Nummer 1, Juni, Juli 1992, eine Broschüre von Manfred Huck, 27.11.2017 A indiziert. Die Nummer 2 dazu noch, 29.11.2018, folgeindiziert, Liste A. Hatte ich bei Nummer 1 auch gesagt, Folgeindizierung, habe ich glaube ich vergessen. Die karierte Maus, erste Auflage 2015 von Beate Denzler, ein Buch, wurde am 29.06.2023 indiziert. Keine größere Freude, Band 1. 27.02.2019 A indiziert. So, dann Kinderherzen erziehen. Erste Auflage der stark überarbeiteten Neuausgabe 2017 vom Verein Fröhliche Familien. 30.07.2018 B indiziert. K.L. Majdanek, eine historische und technische Studie von Jürgen Graf, 29.01.2000 indiziert als Buch.
Knaben des Kontinents, Posterbilderserie von Gerd Behrendt. 31.12.1996 steht jetzt hier. Da fehlt jetzt hier mit Sicherheit die Angabe der Folgeinitiierung. Das ist mal wieder ein Fehler von der BZKJ. Da fehlt bestimmt, ja, da fehlt was. Das werde ich an die hinschreiben, dann sollen die es ergänzen. Die Knabenträume, schönsten, in, oder Knabenträume, die schönsten Liebesgeschichten von Heinz Birken, zweite Auflage, 30.11.2012 A initiiert. Kouakuma Kanojo, ein Comic von Unreal Comics Japan, A initiiert, 30.09.2013. Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der nationalsozialistischen Judenpolitik von Jürgen Graf. 31.03.2001 initiiert. Kraft Odins Erben Nummer 5 von 1994. 28.08.2020 B initiiert, aber sie haben ja auch wieder einen hässlichen Fehler gemacht. Sie haben hier so ein kleines B gemacht statt das B im Kasten. Das ist einfach nur optischen Fehler. Dann die Kreuzfahrt, ein Comic, vorinitiiert 30.01.2015. Die Kriegsmarine. Band 1 bis 5, das sind Bücher, eine kommentierte Auswahl abgeschlossener und unterveränderter Beiträge aus der Propagandazeitschrift der deutschen Kriegsmarine aus Hamburg, 31.08.2006 A initiiert. Dann haben sie auch wieder so einen Fehler gemacht. Kritikfolge hier ist nicht kursiv gedruckt. Mensch, auf einer Seite schon drei Fehler entdeckt. Welcher Praktikant schreibt das da eigentlich? Kurt Eggers, vom Freikorps zum Waffen-SS von Erik Kaden, ein Buch, wurde initiiert 29.05.2009, Liste A. Die Leiden der jungen Janice Nummer 3, das ist ein Comic, 27.11.2023, ja, Folgeinitiiert. Der vierte Band dazu auch, 33.10.2002 initiiert. Dann, ja, hier ist es jetzt schwierig, weil hier steht jetzt Le Carnet. Secret de Janice, also das ist praktisch das Französische dazu. Aber vielleicht ist es Band 1, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das dazugehört oder wie auch immer. 31.08.2000 initiiert. Lesbische Fantasien, eine Broschüre. 29.06.96, auch hier wieder, fehlt die entsprechende Angabe. Das ist der vierte Fehler auf einer Seite. Also ich mache die so rund mit meiner nächsten E-Mail. Dann die Liebeslehrerin ist ein Buch. Gibt es auch unter anderem bei Filmundo zum Beispiel. Folgeinitiiert 27.11.2017, Liste A. Der Lieblingsschüler, Taschenbuch, 31.08.2004, Liste A. Liz und Beth, Comic, Sombrero Verlag, Anschrift unbekannt, okay. 31.10.2012, Folgeinitiiert. Lo und Lieselotte, eine Posterbilderserie, 31.12.96, initiiert. Fünfter Fehler, weil hier steht schon wieder nicht, von wann das ist. Das ist unglaublich. Longula Report. Ein Buch, Band 1 und 2, Liske Verlagsmarketing in Königsbrunn, 31.10.2000 initiiert. Loving Boys, das pädosexuelle Abenteuer von Dr. Edward Brongersma, wurde gerade erst folgeinitiiert, jetzt im Februar 2024. Lust extrem, Band 1, verboten und bestraft. 28 hemmungslos schmutzige Kurzgeschichten, Liste A, 31.07.2015. Madame, Teil 2. Ein Comic, 30.04.2002 initiiert. Das Mädcheninternat, ein Comic, 30.04.2015, Liste B. Margin Devil, Oh Great, Zeichner. Ein Comic aus dem Panini Verlag, 31.07.2004 A initiiert. Mars Ultor 2016, der Taschenbuchplaner der Avantgarde-Taschenbuchplaner, okay? Das ist also, ja, ist toll, ne? 29.07.2016 A initiiert. So, Massentötungen oder Desinformation von Ingrid Weckert hatten wir vorhin schon angesprochen. Aus dieser Kritikverlagfolge Mathilde und Gilda, ein Comic. 29.01.2005 B initiiert. Dann natürlich der Klassiker eigentlich schlechthin, Mein Kampf von Adolf Hitler, ungekürzt, unveränderter Nachdruck. Erschienene Auflage. 2018 B initiiert am 26.02. Midgard, Ausgabe Nummer 2, 3, 8, 10 und 12. Fanzines, allesamt als einen Titel hier folgeinitiiert. 29.06.2018, Liste A.
Dann die Militaristen oder Anti, nee, Atomkriegsapokalypse, genau. 28.05.2010, das steht doppelt auf dem Index. Da gibt es ja ganz am Anfang auch noch was, habe ich vorhin übersprungen, absichtlich. Und zwar, ja, steht das einfach nur nochmal so, ohne weiteren Eintrag. Also steht irgendwie zweimal in der Liste, warum auch immer. Dann haben wir Missverständnisse über Menschenrechte im Islam. Aha, gibt es die. 29.06.2012 in die Liste A. Dann steht jetzt hier nochmal Missverständnis über Menschenrechte im Islam 2013-1434, auch Liste A, am 29.11.2019. Da weiß ich jetzt wieder nicht, ist es jetzt doppelt oder nicht. Wir lassen es erstmal so. Dann mit den Augen des Scheusals. Erste Auflage 1996, ein Buch von Jochen Grasse, folgeinitiiert 27.09.2021. Morde alle Jubeljahre. Urheber und Methoden von Massenmorden von Wolf Geißler, dritte ergänzte Auflage 2015, 26.11.2021 initiiert. Da haben wir noch die vierte ergänzte Auflage dazu aus dem Jahr 2017, wurde am 26.11.2021 ebenfalls initiiert. Morgenröte oder Abenddämmerung von Gerhard Ruben, dritte Auflage, 29.11.2003 initiiert. Dann die vierte Auflage, also jetzt sagen wir so, wenn es verschiedene Auflagen sind, da ist ja dann immer noch etwas geändert worden mit Sicherheit. Deshalb habe ich es erstmal noch nicht als doppelt angestrichen. Natürlich kann man sagen, das eine Buch jetzt hier, das steht jetzt hier dann nochmal in der vierten, in der fünften und in der achten Auflage auf dem Index. Das heißt, streng genommen viermal. Aber wenn es sich immer etwas ändert, dann sind es ja doch neue Inhalte, die dann zusätzlich indiziert sind. Ne? Deshalb, ansonsten müsste ich hier noch drei als doppelt an. Ich denke mal, wenn überhaupt, würde ich immer nur ein Buch besprechen, aber die will ich gar nicht alle, ich will die ja gar nicht anschauen dann, ne? So, dann Morgenröte oder Abenddämmerung. Ach, die zehnte Auflage auch noch und die elfte Auflage auch noch. Alles 2009 hier wahlweise A und B indiziert. Ja, die zehnte und elfte Auflage sind jetzt B indiziert sogar. Da muss es ja langsam richtig schlimm geworden sein. Zwölfte Auflage auch noch, am 28.08.2009 B indiziert. Also dann behaupte ich mal, die hätten die anderen Auflagen auch noch indiziert, wenn sie die gehabt hätten. Ne? Dann Mudgal Express Nummer 3, Fanzine, 30.07.2018 B indiziert und Nummer 3a am 29.05.2019 B indiziert. Dann Mythos Waffen-SS, militärische Leistung und weltanschauliches Fundament einer europäischen Elitegruppe von Herbert Schweiger, ein Buch aus Dresden, 31.03.2010 B initiiert. Nackt und gefesselt, 25 gnadenlos versaute SM-Abenteuer, das klingt ja spannend, hier von Carl Stevenson Verlag, Liste A initiiert, 31.07.2015. Naschkatze, Urlaubsvergnügen voller Lust. Folge initiiert, 29.03.2019, Liste A. Neue Ordnung, Grundlagen des nationalen Welt- und Menschenbildes. Eine Broschüre, 31.05.2006, Liste A. Notwende, Aufsätze, Reden und Schriften im Kampf um eine neue Ordnung in Kultur, Geschichte und Politik aus lebensgesetzlichem Denken. Allein der Titel ist schon 5 Zeilen hier lang. Ein Buch, 28.01.2011 A initiiert. Die offiziellen Auschwitz-Opferzahlen, okay, von Cyrus Cox hier am 31.03.2011 B initiiert. OI, Ausrufezeichen, Deutsches Echo, Nummer 4, Januar 92, 28.09.2018, Liste A initiiert. Und Nummer 5 dazu, 27.11.2017 B initiiert. Onkel Alfred, das ist ein Taschenbuch, da 31.10.2016 B initiiert. Pädophilie heute von Joachim S. Hofmann, Taschenbuch, 29.09.2004 A indiziert. Pattaya, Mekka des Lasters von David Hell, Thailand Buchverlag, 28.11.2008 A indiziert. Dann Perlen der Lust, auch sehr bekannt eigentlich. Da gibt es auch die, ich glaube, bei Frag den Staat auch die Beschlüsse dazu. Nummer 2515 der Erotikreihe von dem entsprechenden Verlag. Folgeinitiiert 30.07.2010 in die Liste B. Perplex, Ausgabe 1. Irgendwas aus Sachsen hier. 30.11.2007 A indiziert. Persönlicher Brief, Ausgabe Februar 2016 von Ursula Haferbeck. 28.04.2017 B indiziert. Die Ausgabe Mai 2016 am selben Tag indiziert. Dann gibt es ja noch die Ausgabe Nummer 3 und 4, Juli 2016, auch am gleichen Tag B indiziert. Der Pfad der Tugend, ein Comic.
30.12.2000 initiiert. Philippinen, Eldorado für alleinreisende Männer von David Hell aus dem Thailand Buchverlag. 28.11.2008 A initiiert. Dann Pig, also Pig wie das Schwein auf Englisch. Sexuelle Begierde Nummer 1, ein Comic, Folge initiiert. 30.07.2021. Porno-Switch vom Autor Hisashi, Comic aus Japan. 30.09.2013 A initiiert. Dann Preußens Gloria, also Preußen mit OI hier geschrieben, Nummer 4, 1992, wurde B initiiert am 27.11.2017 in die Liste B und die Nummer 6 dazu wurde am 30.08.2018 B initiiert. Protokolle der Weisen von Zion, erfüllt, Ausrufezeichen von Johannes Rothkranz, Band 2, Teil 1, okay, 31.07.2013 A initiiert. Pupel, nee, Pudel, Mops, Dackelpinscher und andere besinnliche Erzählungen von Ernst Hirmer, 27.11.2017 B initiiert. Purzelpirsch, erste Auflage 2015 von Beate Denzler, ein Buch. Das ist auch toll. Hier steht überhaupt nicht, wann das initiiert wurde. Also ich glaube, die müssen da noch mal ran bei dieser Liste. Das ist jetzt, glaube ich, schon der siebte Fehler, den ich in diesem Video finde. Da steht nicht, wann es indiziert wurde. Es steht nur Buch. Dann Radikal, Retter Deutschlands. B initiiert 29.09.2017, Liste B. Rate mal, wer heute kommt? Fragezeichen. Von Amas und Editions, keine Ahnung, irgendwas, was? Barcelona. 29.05.2002 indiziert. Recht und Wahrheit, das aufrichtige Zwei-Monats-Magazin, Politik und Zeitgeschichte aus deutscher Sicht, Ausgabe Nummer 2 2010, wurde B indiziert am 30.09.2013. Red Eyes Band 7 von Jun Shindo, ein Comic aus dem Panini Verlag, 31.03.2005 A indiziert. Der Reichsbote, oh, da haben wir jetzt ganz viel von der Reichsbote. Da haben wir aus dem 9. Jahrgang die Nummer 1. Wir haben aus dem 9. Jahrgang die Nummer 3 und 4, die Nummer 6. Aus dem 11. Jahrgang die Nummer 3, die Nummer 4. Aus dem 12. Jahrgang die Nummer 1. Dann noch ein Sonderdruck, Nummer 3, 2007. Das wurde alles indiziert hier am 31.10.2008 beziehungsweise 30.09.2008, okay? So, dann Reißwolf Nummer 293, ein Fanzine, 29.07.2019, Liste A. Die Religion der Wahrheit, Originaltitel irgendwas Arabisches, sowas kann ich jetzt nicht aussprechen. 30.09.2014 A indiziert. Resident Evil, Heft Nummer 5, Oktober 1999, aus der Reihe Gamex, ein Comic, wurde am 31.12.99 indiziert, bedeutet also auch wieder Oktober, November diesen Jahres Neuprüfung. Der Revisionistenstreit, neue Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft im Widerspreit, Tagungsbericht von Dr. Michael Koll. Kritikfolge Nummer 75, auch wieder von diesem dänischen Kollund Verlag. 30.06.95 ursprünglich wohl indiziert. Und B indiziert, Folgeindizierung 29.05.2020. Das ist toll. Da listen Sie alle möglichen Indizierungen auf. Und bei dem anderen vergessen Sie das Datum. Ist toll. Reise auf tönernen Füßen von Jürgen Graf, 31.03.2001. Dann Romanini Autosex, ein Comicbuch. 30.10.2017 B indiziert. Das Rudolf-Gutachten. Rudolf Germer, Gutachten über die Gaskammern von Auschwitz. Ein Buch, 28.02.2002 indiziert. Der Ruhrpott Nummer 1, Fanzine. 29.07.2019, Folge indiziert, Liste B. Sachsens Glanz Nummer 3, Frühjahr 92. Folge indiziert, 28.05.2018, Liste B. Dann, jetzt haltet euch fest. Sailor Moon, das Mädchen mit den Zauberkräften, die Nummer 21 aus dem Jahr 2000, ein Comic vom Egmont Manga und Anime Europa, 28.04.2001. Also ganz ehrlich, Sailor Moon auf dem Index. Jetzt hört es aber mal langsam auf. Es kann entweder nur sein, dass sie da nackt im Bad war, weil ich weiß, in Japan auch die Serie war da ein bisschen freizügiger, dass sie da irgendwie nackt zu sehen war, okay? Oder dass irgendein Kampf ganz besonders blutig gewesen ist. Die beiden Möglichkeiten sehe ich da.
Ich habe die Ausgabe nicht. Melody, auch als Manga-Sammlerin, hat diese Ausgabe leider auch nicht. Deshalb, ich werde da irgendwann mal nachhaken, warum ausgerechnet ein Sailor Moon-Manga hier auf dem Index steht. Kann gar nicht sein. Schatten und Licht, ein Comic, 31.03.2001 indiziert. Der zweite Teil dazu, 28.02.2002 indiziert. Der dritte Teil am 31.01.2003. Schlachtruf Nummer 6, ein Fanzine, wurde am 30.07.2018 folgeindiziert, Liste B. Die Nummer 4 und 7 dazu am 29.10.2018, Liste B. Dann haben wir ein Fanzine namens Schlagstock, die Nummer 1, 28.06.2019 A indiziert, Folgeindizierung. Die Schwarze Zarin, ein Comic, 28.02.2002 indiziert. Sein oder Nichtsein, Gedanken über Rasse und Religion. Von Johannes Scharf, 30.04.2015, Liste A. Ich muss da jetzt nochmal einmerken, weil ich habe einen älteren Ausdruck. Es gab zwischendrin am 23. Januar 2024 noch eine Edition, und zwar ein Buch namens Die Rothschilds, eine Familie beherrscht die Welt, 12. Auflage, 2022, von Tillmann Knechel. Kann jeder nachlesen, ne? Das sind keine Geheimnisse, die ich hier nachlese. Kommt aus dem öffentlichen einsehbaren Bundesanzeiger, so wie alles. Also diese ganzen Sachen, die ich hier vorlese, sind ja im Bundesanzeiger für jedermann zu sehen. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich das hier vorlese. Selen 3, ein Comic. Edition Bikini im Verlag Kult, Edition 1999, wurde am 31.05.2001 indiziert. Sex in Comics, die Geschichte der 8 Pages, Comic, folgeindiziert 28.03.2013, Liste A. Sindbad der Seeräuber, ein Taschenbuch, 31.07.2004 A indiziert. Der Skinhead Nummer 11, folgeindiziert 27.11.2017, Liste A. Die Nummer 8 dazu wurde B indiziert 29.06.2018, Folgeindizierung. Skinhead Zeitung, nee, entschuldigt, das heißt Skinhead Erwache Nummer 8, genau. So, dann Skinhead Zeitung Nummer 1, Fanzine, 30.08.2018 B indiziert, als Folgeindizierung. Skinhead Zeitung Nummer 2, folgeindiziert am selben Tag, Liste B. Sobidur, Holocaust, Propaganda und Wirklichkeit von Jürgen Graf, 28.09.2012 B indiziert. Sonnenmädchen Aktstudien, vom 31.03.2000 ist da die Indizierung. Sophies unersättliche Neugier von Erich von Gotha, wieder ein Comic. Das ist auch, glaube ich, der hat einige indizierte Comics hier da gezeichnet. 30.11.2002. Spinzaneinheit Nummer 1 von Jack Henry Hopper, ein Comic, 30.06.2000 indiziert. Die Spionen, 31.07.1999 indiziert, als Comic, wird dann also so ungefähr im Juni diesen Jahres neu geprüft. Stahlfront, die Macht aus dem Eis, Band 1, 30.04.2009 A indiziert. Stahlfront versenkt die Hindenburg, das Band 2, 30.04.2009 A indiziert. Stahlfront Band 3, der zweite Bürgerkrieg, ebenfalls am selben Tag A indiziert. Band 6, Aldebaran und Mars, am 29.12.2012 A indiziert. Staufer Sturm, erste Ausgabe, 29.07.2019 A indiziert. Ein Comic, das heißt Steiler Zahn, 27.11.2017 A indiziert. Dann haben wir ganz viele Ausgaben von Stimme des Reiches. Alles zusammen B indiziert hier. Da haben wir hier der siebte Jahrgang Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, achter Jahrgang Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und 5 als Doppel, ein Sonderheft Nummer 5 nochmal, neunter Jahrgang Nummer 6 und zehnter Jahrgang Nummer 1. Wie gesagt, allesamt B indiziert. Die Indizierungen hier waren 30.09.2015 überwiegend, 26.11.16 noch ein bisschen, weiterhin 16. und 31.05.17. Ich denke mal, so wichtig sind die Daten jetzt nicht. Wenn ihr da wirklich nochmal was wissen wollt, kommentiert es bitte. Stolz und Treue Nummer 1, ein Fanzine, 30.07.2018 Folge indiziert, Liste A. Stolz und Treue, also mit OI geschrieben, 27.02.2020 Folge indiziert, Liste A. Strafe für Bella Postig, 31.10.2000 indiziert. Straße frei, die Eberfeld, das, nee, oder die Straße frei? Eberfeld, das Mekka des nationalen Sozialismus von Wolfgang Frenz. Die schreiben die Bücher oder die Titel mit dem Komma die oder sonst was immer ein bisschen komisch hier, deshalb bin ich da manchmal irritiert.
30.09.2011 initiiert. Street Fight Nummer 1, eine Broschüre. 28.05.2018, Folge initiiert Liste A. Striptease, ein Comic von Giovanna Casotto. 30.06.2001 indiziert. Susanne in Ketten Nummer 1, ein Comic. 31.12.1999 indiziert, wird also auch November diesen Jahres neu geprüft. Hier auch wieder ein Fehler, das ist schon der 8. oder was in diesem Video. Suzette in Blond, eine Posterbilder-Serie. Hier steht nur 31.12.96 indiziert. Das weiß ich, habe ich aber schon mal gefragt. Das weiß ich, das habe ich an die BZ-Code schon geschrieben, weil das ist hier nämlich eingekringelt. Diesen Fehler hatte ich vorher schon mal gesehen. Das heißt, da haben die mir zugesagt, die kümmern sich drum. Ich habe jetzt hier diesen Ausdruck, den ich habe, das ist der noch Stand November letzten Jahres. Es kann sein, dass das schon in der Februar-Auflage geändert wurde. Oder wenn ich die Mai-Auflage mir besorge von BZ-Code aktuell, dass es dann schon korrigiert ist. Wir werden dann, wenn ich das Heft habe, kontrollieren, ob die BZ-Code gemacht hat, was sie gesagt hat. Talmudismus, Erzfeind der Menschheit, Band 3, Judentum und Weltgeldherrschaft, Teil 1, A indiziert, 28.02.2014. Der zweite Teil dazu, am 31.07.2014 indiziert, Liste A. Der Teil 6 oder Band 6, zweiter Teil, die Irrlehren des Rabbinismus, Hyperrassismus und Unmoral. Meine Güte, alle vier von verschiedenen Autoren oder was anscheinend. 30.10.2017, Liste A. Tante Paulines Geheimnis Nummer 2, ein Comic. 30.04.2002 indiziert. Die Tanzlehrerin, ein Hörbuch-CD von Sexy Hörbuch Verlag. 29.10.2010 A indiziert. Aha. Terror Inc. von David oder David Lapham, Comic. Reihe Max Comics Nummer 23 vom Panini Verlags GmbH, 30.09.2008 indiziert. The Punisher, Garth Ennis Collection Nummer 3, ein Comic, auch vom Panini Comics wieder. 31. Muss ich mal kurz drücken hier, ja, mein Akku vom Handy geht gleich alle, aber wir sind auch gleich fertig. Vom Panini Comics, 31.07.2009 indiziert. Todesursache Zeitgeschichtsforschung von Jürgen Graf mal wieder hier, Folge indiziert, 28.01.2022. Man muss es ihm lassen, dieser Jürgen Graf ist ziemlich produktiv. Ne? Torturer oder Torturer, ein Comic, wurde hier indiziert, 24.12.2002. Total Normal, Fragezeichen, ein Comic, 29.04.2011 A indiziert. Totenkopf Nummer 4 und Nummer 5 aus dem Jahr 1992, folgend indiziert am 29.06.2018. Trau keinem Fuchs auf grüne Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Ein Bilderbuch für Groß und Klein von Elvira Bauer vom 27.11.2017 B indiziert. Die Trilogie vom Tod Nummer 1 Selbstmord von Constanze Elsner, 30.12.2011 A indiziert. Trotzdem, Kriegs- und Nachkriegszeit von Hans-Ulrich Rudel, 6. Ausgabe der Gesamtausgabe, 29.08.2014, Folge initiiert. T-S, Domina Alexandra aus dem Zyklus Späte Rache von 1998, erste Auflage, wurde hier, oh, Leute, es kotzt mir langsam an. Nee, stimmt gar nicht. Es ist alles okay. Mein Fehler, sorry. 30.11.1999. Ich wollte eben schon wieder sagen, haben die schon wieder vergessen, das zu ändern. Aber nein, nein, das wird ja erst dann im Oktober diesen Jahres neu geprüft. Mein Fehler. Der Turm, ein Comic. Adam steht jetzt hier, Hoffmann Verlag. 30.01.2015, Liste A. Die Turner-Tagenbücher oder Turner-Tagenbücher. Ich weiß jetzt nicht, ob Englisch oder Deutsch sein soll. Kommt aber auf jeden Fall aus den USA, 29.04.2006 B indiziert. 20 von Erich von Gotha hier, wieder ein Comic, 30.04.2000 indiziert. United Skins Nummer 1 und Nummer 3, Fanzines, 30.07.2018 A indiziert. Die Nummer 5 dazu auch, B indiziert allerdings, 29.04.2019. V88, ein Hauptkatalog steht hier, von 1994. Wurde 95, steht hier indiziert und dann Folge indiziert 29.06.2020. Vampire Master 1 von Satoshi Urishihara, ein Comic vom Planet Manga rausgebracht. 24.12.2002 indiziert. Vampire Master Nummer 3 am 30.04.2005 A indiziert. Venus im Pelz, ein Comic, A indiziert 29.06.2012. Verbotene Früchte, ein Bildband vom Orion Versand Verlag. 30.12.2019 B indiziert. Verfolgte Minderheit von Fritz Bernhard.
Zweite Auflage, 31.08.2004 initiiert. Verlagsempfehlung 2011, Herz für Deutschland, Broschüre, 30.06.2011 initiiert. Die so, Verlohnte Generation, die revisionistische Kampfzeitschrift, Folge 12 von 1991, Folge initiiert 31.05.2017. Verlust der Väterlichkeit, der oder das Jahrhundert der Juden, wurde gerade Folge initiiert, ein 23.01.2024. Versandkatalog und Tape-Liste, ein Fanzine von Volker Klein, 30.08.2018 B initiiert. Verschwörung und Verrat um Hitler, Urteil des Frontsoldaten von Otto Ernst Rehmer oder Rehmer, fünfte Auflage 1993, B initiiert, Folgeinitiierung 29.11.2018. Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, 10. Jahrgang, Heft 3, Broschüre 30.04.2008, B initiiert. Violett oder Violette Taschenbuch, Folgeinitiiert 29.04.2016, Liste B. Der Völkische, erste Auflage, Folgeinitiiert 30.07.2018. Volk in Bewegung, der Reichsbote, da haben wir die Ausgabe 1 2014, 2 2014, 3, 4, 5, 6 2014, dann noch 1 2015, 2, 3, 4, 5 und 6 2015, 1, 2, 3, 4 bis 5 und Nummer 6 2016, die Ausgaben 1, 2, nee, 1 2017, 2 2019, 5 2019, 6 2019, 1 2020, 2 2020, 3 und 4 2020, also da ist eine ganze Menge. Und zwar wurden die an verschiedenen Daten, überwiegend hier 31. 8.2017 A oder B, überwiegend B indiziert. Am 25.02.2022 wurden die ganzen letzten hier indiziert. 30.08.2021, also da ist ganz viel passiert. Wenn ihr da Einzelheiten, dann sucht euch das selber raus oder fragt mich. Aber ich denke mal, es ist klar, ganz viele Ausgaben von dieser Zeitschrift hier sind hier indiziert. Volkstreue Nummer 1, 2, 3 und 4 1992 von Nicole Nowicki. Folgeinitiiert 28.09.2018 Teil A, der Vollstrecker Teil 3, 29.12.2017 Liste A, die Nummer 4 auch hier als Broschüre, 27.11.2017 Liste A, die Nummer 5 in die Liste A, 30.08.2018, allesamt Folgeinitiierungen. Wahre dein Antlitz, Lebensgesetze, Politik und die Zukunft des deutschen Volkes von Herbert Schweiger, ein Buch, 30.09.2009 A indiziert. Wahrheit sagen, Teufel jagen, ein Buch B indiziert, 28.05.2018. Was ist zwischen 1933 und 1948 mit den Juden geschehen? Fragezeichen. Vom Autoren Herbert von Nevenkop, Folge indiziert als Broschüre, 27.02.2023. Was tun? Fragezeichen. Ein Vademecum der Reconquista, Rassenhumanismus versus Transmenschismus, meine Güte, von Pierre Krebs. Erste Auflage 2016, B initiiert 29.06.2018. Wegweiser aus dem Transgender-Kult, zweite Auflage 2023, von der Initiative Lasst Frauen sprechen, 30.10.2023 erstmals initiiert. Die Wehrmacht, Jahrgänge Band 1 bis 5, das ist hier wieder so eine kommentierte Auswahl an historischen Propagandaschriften, 27.09.2007a indiziert, Folgeinitiierung. Wehrt euch, Ausrufezeichen, Nummer 2 von 1991, Fanzine, 27.02.2020, Folgeinitiiert. Weiberherrschaft im Rausch der Neugier. Dazu gibt es noch eine Weiberherrschaft 2 und Weiberherrschaft 3 von Julian Robinson. Das sind alles Taschenbücher hier und allesamt A indiziert. Folgeindizierung 30.11.2016 bzw. Band 1 am 31.10.2016 A indiziert. Weltmachtpläne von E. Freiherr von Engelhardt, ein Buch. 31.10.2002 indiziert. Wendy Wilmar Wanda, ein Comic, 30.11.2002 indiziert. Widerstand ist Pflicht von Germa Rudolf, hier wieder, 30.08.2013 B indiziert. Wie jetzt? Nummer 4, Fanzine, 29.10.2018 A indiziert. Wie man einen Knaben gewöhnt, ein Buch, 31.08.2010 indiziert. Wildes Feuer von Rororo. Folge initiiert 27.04.2018. Wir wollen euch spielen sehen von SMS Online GmbH in Essen, 28.12.2007 A initiiert. Wissenschaft sagt nein.
Der Betrug der Homo-Ehe, erste Auflage 2019, 26.08.2022. Wofür kämpfen wir? Fragezeichen von Cyrus Cox, 30.09.2014 beindiziert. Dann, da wird es auf jeden Fall eine Ausgabe geben, weil mein Kumpel Martin hat mir die entsprechenden Dinger schon gegeben. X-Rated, jawohl, X-Rated, das ist dieses Filmemagazin. Die Ausgabe 55, 66 und 77, die wurden allesamt A indiziert. Und zwar die Ausgabe 55 am 31.12.2010, die andere 30.04.2013, die Ausgabe 77 am 27.02.2015 ist halt, weil da blutige Bilder und sonst was drin waren aus Horrorfilmen. Zigeunerjungen, Kunstdruckmappe aus Uetersen, 29.02.2000 initiiert. Zion Nazi-Zensur in der BRD, 29.05.2019 beinitiiert. Zwei Erbsünden und das Recht von Florian Geyer. 31.03.2004 B-initiiert. 2 und 2 ist Sex von Ella Taylor, Taschenbuch Nummer 22 der Reihe Nonstop, okay, irgendwie so. 29.09.2017 A-initiiert. Zweite Leuchter-Report, Dachau, Mauthausen und Hartheimer von Fred Leuchter, eine Broschüre, 28.10.2022 folgeinitiiert. Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Hintergründe, Kriegsschuld, Folgen von Helmut Schröcke. Wurde von Listenteil A auf Listenteil B umgetragen und das am 31.05.2012. Und zuletzt Zwillinge, das Knabenfotobuch Medium Verlag GmbH von Erich Scheer, hier 30.11.2011 A indiziert. Das war also der ganze Dreck, der in Deutschland auf dem Index steht. Höchstwahrscheinlich müsste es 10-mal so viel sein. Nicht diese erotischen Comicbücher. Meine Güte, das ist doch harmlos, aber dieser ganze Nazi-Dreck und dieses ganze pädophile Zeug dort. Nicht Indizierung ist eigentlich gar nicht das Richtige. Ne? Da könnte man ruhig mal eine Bücherverbrennung machen. Egal. Ich werde mal die BZ-Code anhauen. Da haben sie aber noch einiges hier aufzuarbeiten. Einige Fehler, die wir da gefunden haben. Wie gesagt, Änderungen spätere, nachdem dieses Video erschienen ist, wird es dann eine Videobeschreibung geben, bis ich irgendwann mich dazu erbarme, meine Stimmbänder nochmal zu dehnen und hier das Ganze noch einmal irgendwann vorzulesen. Das wird es gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu dem hier, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Eins kann sein, habe ich das vergessen, weil es markiert war. Ich meine zuletzt immer noch, das muss ich auch noch erwähnen, genau, ich glaube, das hatte ich versehentlich vorhin, weil es markiert ist. Es gibt natürlich noch, das, ich meine, ich habe es nicht vorgelesen, das Deep Web Torture Handbook von Andreas Bethmann, die 100 besten Frauenfilme. Das ist das einzige Buch, über das ich schon gesprochen habe, explizit. Ist nämlich auch bundesweit beschlagnahmt und wurde beindiziert am 31.12.2003. Falls ich es jetzt doppelt gesagt habe, ist okay. Falls nicht, da habe ich es jetzt nochmal erwähnt. Also das ist das einzige Buch, wo es schon eine eigene Index- und Schaufolge zu gibt. Ansonsten habt ihr jetzt die Daten alle gehört. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, falls ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal und ciao.